Moin, jo, mal wieder ein EDC-Update-Video. Ich habe dieses Jahr, ja im Jahr 2023, nicht allzu viele Videos davon gemacht. Ich weiß es gar nicht. Das müsste jetzt, also ist vielleicht das zweite oder das dritte, viel mehr waren es nicht. Rotation gibt es bei mir in manchen, ja, in manchen Tools, in manchen Werkzeugen des Öfteren. Ansonsten ist es aber auch abhängig von der Jahreszeit, zum Beispiel bei den Taschenlampen im Sommer stecke ich dann auch gerne mal eine leichtere Lampe ein. Oder wie jetzt zum Beispiel im Winter gehören dann Handschuhe zum Beispiel zu den Dingen, ja, die man doch oftmals dabei hat, würde ich schon fast als EDC bezeichnen. Wobei ja die Bezeichnung EDC, da gehe ich vielleicht noch mal ganz kurz drauf ein. Das triggert natürlich manche ein, weil ich halt so viel Rotation habe. Und ich verstehe natürlich das Prinzip dahinter, dass man nur Sachen zeigen soll, die man wirklich jeden Tag dabei hat. Würde ich das aber wirklich sehr, sehr, ja, ernst nehmen in diesem Sinne, dann wäre wahrscheinlich meine Wahl tatsächlich nur der Schlüsselbund. Denn Smartphone zum Beispiel seht ihr gar nicht, habe ich jetzt in den letzten Monaten wirklich so gut wie gar nicht benutzt und auch so gut wie nie mit dabei gehabt. Deshalb fließt es auch in dieses Video hier nicht mit ein. Ich habe ein Taschenmesser oder eine Taschenlampe so gut wie immer mit dabei, aber auch da gibt es mal Tage, wo ich ja tatsächlich auf beides verzichte. Eine Uhr habe ich oft mit an, aber auch nicht immer. Sehr oft den Geldbeutel, das Wallet, aber halt auch nicht immer. Und tatsächlich so der Schlüsselbund. Das wäre so eine Sache, die wirklich quasi immer mit dabei ist, damit man halt in die Wohnung zurückkommt. Und mit dabei dann zum Beispiel halt noch eine kleine Taschenlampe oder noch ein kleines, ja, Victorinox. Ist schon eine gute sinnige Sache. Und das wäre am Ende tatsächlich so das Einzige, was wirklich komplett mein echtes EDC ist. Ansonsten aber gibt es immer ein bisschen Rotation, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und Sachen, die ich halt mittlerweile seit ein, zwei Jahren recht häufig mit dabei habe, ist zum Beispiel eine Lesebrille, ist halt doch ja, des Öfteren jetzt vonnöten, ist einfach so. Dann noch ein Armband vom lieben Freund habe ich doch auch relativ häufig jetzt an. Vielen Dank dafür. Dann auch seit vielen Jahren jetzt dabei von Feuerwehr das Wallet. Das ist doch relativ häufig mit dabei. Bei der Uhr hat sich wenig getan. Mudmaster, G-Shock. Da gehen ganz liebe Grüße raus an einen Freund. Tolles, tolles Modell. Quasi immer dabei gehabt. Super Uhr, wie ich finde. Ähnlich geht das weiter beim Pen. Ebenfalls ein super Teil. Der Kaliber 50 Pen von Böker mit dem Bajonettverschluss. Macht immer noch treu seine Dienste. Habe ich immer gerne dabei. Und was Lampen angeht, da zeige ich euch ein paar mehr. Aber die Lampen, die wirklich die meiste Pocket Time bei mir bekommen haben, das war die Mini Archer von Thrunight und die SC32 von Sofern. Einmal eine kleinere Lampe und eine auch noch nicht wirklich große Lampe, für einige aber doch schon zu groß. Aber halt 18650er Format. Und halt dann doch über den Doppelklick mit recht viel Power, ich glaube 2000 Lumen waren das, ausgestattet. Jo, und die Archer, tolles kleines Modell, wenige Modi, nicht super viel Power, reicht aber. Heckschalterbedienung, immer, immer gerne dabei gehabt. Und wie schon erwähnt, diese beiden Lampen haben am häufigsten aufs Jahr gesehen, ja, Hosentaschenzeit bekommen. Allerdings gab es da eine große Rotation. Jetzt vor kurzer Zeit, also noch nicht allzu lang her, habe ich mir die Ace Beam Tech AA gekauft. Ja, da bin ich so ein richtiges Designopfer. Ich habe die gesehen, dann noch in dieser Farbe. Wird betrieben mit Doppel-A-Batterie, gibt ja der Name schon her. Ist für eine Doppel-A relativ groß, macht aber ganz gut Strecke. Und ich finde die einfach sehr cool. Etwas dickerer Lampenkorb, Heckschalterbedienung. Jo, die auch zuletzt des Öfteren mal dabei gehabt. Cooles Teil, gefällt mir wirklich sehr gut. Außerdem hatte ich mir von Rowi von die S21 zugelegt.
Da habe ich lange überlegt, ob ich mir die hole. Die ist auch nicht ganz günstig. Ja, und am Ende bin ich dann doch schwach geworden. Dieser Marbelton, dieses Marmorierte finde ich halt schon. Fokus, danke dir. Finde ich halt schon ganz cool. Dann hat die halt mächtig Power. Man hat da, ich glaube, um die 3000 Lumen. Das ist wirklich einiges. Und halt ein Bedienkonzept über einen Drehring und einen Schalter. Und da kann man halt Strobe oder andere Notsignale schnell anwählen. Oder halt hier dann durchswitchen durch die verschiedenen Modi. Kurzer Druck hat man immer sofort Power. Und das lässt sich relativ schnell und einfach bedienen. Sehr gute Qualität. Ja, große Lampe, da schleppt man wirklich einiges mit sich. Mal sehen, wie die sich in den nächsten Monaten über den Winter so schlagen wird. Soweit eine ganz coole Lampe, aber gänzlichen Fazit möchte ich dazu noch nicht abgeben. Dazu habe ich das Teil einfach bisher zu wenig genutzt. Eher empfehlen und mehr genutzt habe ich dieses Modell auch seit einiger Zeit im Test und mit dabei. Die MT2A Pro von Nightcore. Kannst du auch mit AA-Batterien füttern. Hat aber von Nightcore einen eigenen langen Akku mitbekommen. Auch Heckschalterbedienung. Jo. Macht auch ganz gut Strecke. Sehr simple Lampe. Hat, glaube ich, vier Lichtmodi und das war's. Alles über Heckschalter. Gefällt mir gut, gute Lampe. Jo, und die Lampen sind dann halt wirklich so thematisch etwas, wo einfach doch viel Rotation mit drinne ist. Das ist bei den Taschenmessern durchaus ähnlich. Da teste ich viel. Die Messer, die ich aber doch immer wieder dabei habe, das ist zum einen das Victorinox Kompakt. Ja, ist quasi so gut wie immer mit dabei. Einfach ein tolles Messer und ein weiteres Messer, das oftmals dieses Jahr den Weg in meine Hosentasche gefunden hat und zur Nutzung ist das Brazen in der Tanto-Version. Sehr cooles Messer, gefällt mir sehr gut, kostet nicht die Welt, funktioniert gut, ganz klar hat einen Verschluss, Einhandöffnung, also nicht 42A-konform. Das muss einem natürlich bewusst sein. Ja, ich nutze halt gerne Einhandmesser. Für mich persönlich die bessere Wahl, ja, und da nehme ich das halt in Kauf. Aber ich habe jetzt diesen Monat im Dezember noch ein anderes Messer eingesteckt. Und zwar aufgrund eines Gesprächs mit einem Knife Buddy. Der hat mich nämlich gefragt, ob ich immer noch mein Umnum Saan habe. Und yes, ist noch da. Und er fragte mich halt, wann ich das letzte Mal getragen habe. Ja, und tatsächlich musste ich ihm dann antworten, dass das dieses Jahr wahrlich nicht oft getragen wurde. Das konnte er gar nicht verstehen, was ich gut verstehen kann, ist ja auch unverständlich. Er meinte dann halt nur, wenn er einen Umnum Saan hätte, dann würde er das, ja, würde er das immer tragen. Von daher, Peter, falls du zuschaust, ja, das wird mein Umnum Saan Dezember, das Messer also jetzt mit dabei. Von daher wandert halt das Brazen erstmal in einen Winterschlaf, war aber halt die letzten Wochen immer wieder mit dabei. Jo, und das war's dann im Großen und Ganzen. Mein EDC, was ich so aktuell dabei habe, was ich so nutze, trage, das meiste denke ich durchaus bekannt. Wie gesagt, so richtig viel tut sich da nicht. Mit dem EDC-Update werde ich dieses Jahr dann auch verbleiben. Ja. Ihr könnt ja mal reintackern, ob es irgendwelche Sachen gab, die euch dieses Jahr begeistern konnten, was ihr so dabei habt. Ja, immer interessant, das zu lesen. Und dann bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit All Knives are Great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.